The Last of Us, der neue Survival-Thriller für die PlayStation 3. Last of Us really has been a story of contrast. It's some pretty dark themes, but they're juxtaposed against an aesthetic that we find very beautiful. Ein Pilz befällt die Menschheit und rottet sie fast aus. Die Städte sind nahezu entvölkert, Überlebende morden wie Tollwütige. Die Story konzentriert sich auf die gemeinsame Reise von Joel und Ellie, die als ungleiches Paar gegen Infizierte und Jäger ums Überleben kämpfen. This is our routine. Day and night, all we do is survive. It never lets up. Klingt nach einem durchschnittlichen Zombie-Abenteuer, doch The Last of Us bietet mehr als das. Es kombiniert Überlebenskampf und packende Action-Elemente mit charismatischen Charakteren, die durch den Lauf der Geschichte zusammengeschweißt werden. Der Spieler wird nach Nordamerika versetzt, wo eine Seuche die Menschheit fast komplett ausgerottet hat und die Natur die Stadt zurückerobert. The world we decided was actually its own character. What happens 20 years after the fall of man, when no one's taken care of anything? There's something really pretty about nature reclaiming its domain once we are gone. Der Mangel an Ressourcen zwingt Joel und Ellie immer wieder nach neuen Waffen und Munition zu suchen. Der Spieler muss Entscheidungen treffen, die Leben oder Tod bedeuten. The Last of Us erzeugt auf diese Weise eine spannende Mischung aus purer Action und Survival-Elementen. Das Spiel ist ab dem 14. Juni im Handel. Freigegeben ist es ab 18 Jahren.